Moin moin, liebe Heldenfreunde, hier ist mal wieder der Agri für euch und wir spielen nochmal eine Runde Heroic Strike. Ich bin mit Hotdog Star in einem Team und ich hatte ja gesagt, ich gehe die Heroes von unten nach oben hoch und ich hatte ja bei Zagara aufgehört. Zagara habe ich jetzt da sogar schon zweimal gespielt, weil ich die so geil fand. Und jetzt spiele ich natürlich dann meine Runde Kerrigan. Der Malzop ist bei uns, oder Malzop ist bei uns im Team jetzt noch mit drinne. Und dann mal schauen, wer da als Gegner mit reinkommt. Mal gucken, ob Tia hier schon wieder ein bisschen was dran rumgebastelt hat. Nach dem letzten Mal zockeln ist mir ja aufgefallen, dass er wieder so ein paar Sachen hier verändert hatte. Und ja, bin ich ja mal gespannt drauf, was uns jetzt hier erwartet. Und natürlich auch, was Kerrigan für Fähigkeiten hat. Das bin ich ja, da bin ich ja auch schon sehr drauf gespannt. Terraner soll Zerg soll anscheinend die einzigste Rasse sein. Oder die einzige Rasse sein, wo man halt durchgehend auch Einheiten spawnen kann, beziehungsweise bauen kann. Bei den anderen Einheiten oder bei den anderen Heroes ist es wohl so, dass man eine Special-Einheit bauen kann. Und da nicht so eine Auswahl hat, wie zum Beispiel bei den Zerg-Heroes, dass man zusätzlich noch eine andere Einheit bauen kann, wie zum Beispiel bei Zagara, den Lurker. Ich weiß jetzt nicht genau, was es bei Kerrigan ist, aber das werde ich ja auch gleich herausfinden. Ja, und dann wünsche ich euch viel Freude dabei und es geht mich in 3, 2, 1, jetzt los, meine ich. Und das sollten sie definitiv auch noch abändern, dass man hier sieht, was denn hier für Heroes ausgewählt wurden. Vielleicht kann man das ja irgendwie drin einbetten, aber ich denke mal, das ist wirklich schon sehr schwer, das so zu machen. Ich denke mal, vom Editieren her kann man nur das Bild hier einfügen und dann die Rassen irgendwie festlegen, aber so Hero-Namen kann man hier bestimmt nicht mit drin eintippern, weil, naja, man kann halt nur die Maps machen, aber ich glaube, diesen Startbildschirm kann man nicht so viel editieren, außer halt das Bildchen hier und hier so eine Beschreibung nochmal. Das sind wahrscheinlich so extra so Felder, die man halt editieren kann. Ja, mal gucken, was denn abgeht. Und natürlich das Hintergrundbildchen kann man auch editieren, wie ihr sehen könnt. Dann wollen wir mal eine Runde loszöckeln. Wie gesagt, wir haben Sarah an Bord. Die Dame, die hier mitten drauf ist. Dann wird hier wahrscheinlich auch selber sein, wenn er sich extra das Bildchen ausgesucht hat. Ich bin gespannt, was sie für Fähigkeiten hat. Und da landet Sarah. Ich kehre zurück. Ja, das ist nett von dir, Sarah. Gut, wir haben hier Guardian, können wir mit ihr zusätzlich bauen. Und haben hier noch Special Einheit Hunter Killer, Atrax und Brutalisk. Wir sind jetzt in ein paar Sekunden schon dran. Deswegen werden wir jetzt erstmal. Das verschiebe nicht auf morgen, genau, Sarah. Und jetzt bauen wir erstmal so ein paar Roaches dahin. Ah, kriegen wir noch einen Roach? Nein, dann sparen wir jetzt erstmal direkt auf das erste Income-Upgrade. Dies kostet 200 Mineralien und da zuppeln schon unsere Einheiten los. Und es ist ja so, oh, das haben sie auch nochmal geändert. Der Income belief sich vorab nämlich schon immer auf 6 und jetzt beläuft er sich auf 5,5. Das haben sie also nochmal runtergeregelt. Wir machen nochmal das Upgrade. Das nächste Upgrade sind dann 6 Mineralien pro Sekunde. Und das nächste wahrscheinlich dann 6,5 und dann 7. Sonst war das letzte, glaube ich, bei 9. Anscheinend war das zu heftig. Und man sieht hier, die Canon, die Energie, die geht runter. Und wenn die Energie komplett leer ist bei der Canon, ist es so, dass ja, die Canon dann nicht mehr ballern kann. Die müssen dann erst wieder Energie sammeln. Ja. Wir machen für 300 wahrscheinlich gleich das nächste Upgrade. Aber erstmal könnte man natürlich Tier 2 entwickeln, weil die Guardians sind schon sehr geil. PSE-Infusion kann man hier noch machen. Empowers a unit granting plus 100 Life und plus 200 Energy and plus 2 Energy Regeneration. Okay, das testet man direkt mal. Wir kennen keine Grenzen. Ja, kann man die Einheit mit teilen, aber man sollte das auf eine Einheit machen, die natürlich auch dann Energie hat, sowas wie ein Fester oder sowas. Wir machen jetzt direkt mal das Upgrade to Tier 2 und holen uns jetzt nochmal zwei Queens dazu. Die sind
kosten jetzt hier 175 so eine Queen. Das ist auf jeden Fall ein ganz chilliger Betrag. Schaben 85, Berstlinge 55, Zerklinge 22. Das ist soweit übernommen. Aus Desert Strike Hots müsste es auf jeden Fall. Und bei Desert Strike Hots ist es ja auch genauso, dass die eine Base einmal eine Planetary Fortress ist und der andere ein Nexus. Das ist hier auch genauso. Man hat hier nur noch zusätzliche Gebäude, die mit draufhalten. Aber das Ganze ist ja an eine Energie gekoppelt. Die Gebäude verbrauchen halt Energie beim Schießen. Und beim anderen war es halt so, dass die Cannon halt durchgehend weiterrattern kann. Jetzt holen wir uns noch einen Guardian dazu. Eine sehr schöne, brutale Lufteinheit. Acid Spores. Stammt aus StarCraft 1, greift Boden- und Lufteinheiten an. In StarCraft war es so, dass der Guardian nur Bodeneinheiten angreifen konnte. Er hat sich da jetzt noch ein paar Zerklinge dazu geholt. Wir werden natürlich, wenn er Zerklinge hat, erstmal ein, zwei Banelings noch dahin setzen, die das Ganze schön abrunden, die gute Kombo hier mit einem Guardian, zwei Queens. Wir haben insgesamt 5 Roaches, 2 Bärslinge und dann wollen wir nochmal schauen, was hier jetzt so abgeht. Ja. Wir können über W können wir Upgrades noch drin, also für die Einheiten vornehmen. Melee Attack Upgrades, Missile Attacks für Nahkampfeinheiten und Fernkampfeinheiten. Dann können wir hier sowas wie, oh toll, die Linge kam ein bisschen zu spät. Sowas wie Zentrifugalhaken machen, dann Glia Neubildung, damit sich die Roaches schneller bewegen. Und dann nochmal Tunnel Claws. Da können die, der Tunnel Klaus ist das, da können sich die Roaches dann nämlich unterirdisch bewegen und dann ganz normal die Panzerungsupgrade für alle Einheiten, außer natürlich für Luft. Auf E kann man dann die Upgrades für die Lufteinheiten machen. So, da wird schon wieder direkt der nächste gespawnt und ich kann jetzt hier nicht nur einen Guardian bauen, ich kann jetzt hier so viele Guardians hinplöppeln, wie ich gerne möchte. Da hole ich mir natürlich direkt den nächsten noch dazu und werde jetzt auch direkt mal das Income Upgrade machen, zu Income 2. Also 6 Mineralien pro Sekunde, anstatt nur 5,5. Und Hotdog hier geht auf eine Mischung aus Zerklingen und Infestors. Unsere ersten beiden Türmchen wurden hier weggekloppt. Das ist natürlich jetzt nicht so schön. Aber ich werde jetzt hier erstmal ein Panzerung oder ein Angriffsupgrade machen. Ich glaube, ich entscheide mich für ein Angriffsupgrade. Weil wir haben jetzt ja schon 2, kann man aber ein Angriffsupgrade machen. So. Die gehen natürlich steil. Da kommt ja meine Welle schon wieder. Schön. Und wir machen das mal auf die guten Queens drauf. Damit die mehr Energie haben. Dann können die nämlich die Einheiten auch häufiger heilen. Was ganz cool ist. Es ist Zeit. Und wir holen jetzt noch den nächsten Guardian dazu. Und dann werden wir nochmal ein paar Roaches bauen. 2 Stück habe ich gerade noch so bauen können. Ich bin ja mal darauf gespannt, wenn das Spiel richtig balanced ist und alles perfekt läuft. Das wird richtig knorke. Die Banelinge muss ich definitiv weiter nach hinten machen. Man muss hier mit R Reposition machen und nicht mit B. Jetzt 3 Guardians gegen Hydralisken. Der Schwarm erobert alle. Hier nochmal kurz die Queen bisschen ausstatten. Ich werde Vergeltung üben. Und es läuft ganz gut. Wir holen uns jetzt mal einen Fly Attack dazu. Nächstes Income kostet schon 400. Ich komme jetzt hier ganz gut voran. Die haben natürlich auch eine schöne Range und machen echt gut Schaden. Boah, das sind aber auch viele Berserker. Sprich. Worauf gehen wir jetzt, ist die Frage. Machen wir noch ein paar Queens oder holen wir uns noch so einen, noch einen Guardian? Ich glaube, ich hole mir noch einen Guardian dazu, den ich immer so mittig zwischen die beiden anderen Guardians packe. Die sehen ja auch geil aus, ne? Richtig coole Teile. Ich finde es auch echt klasse von Blizzard, dass die ganzen Einheiten aus StarCraft 1 hier noch mit drauf, also mit reingenommen haben.
und die nochmal vernünftig, ja, also das Aussehen nochmal dafür bisschen überarbeitet haben, weil bei StarCraft 1 sahen die natürlich noch wesentlich anders aus. Es ist Zeit. Und jetzt könnten wir natürlich mal so ein Panzerungs-Upgrade noch machen. Machen wir jetzt einfach mal. Wir holen uns statt jetzt einfach mal ich bin der Schwarm. So ein Guardian aus, damit er mehr Energie hat. Statt 150 hat er jetzt nämlich schön 250 Lebensenergie. Das rockt natürlich. Ja, und der hält da auch gut drauf. Ja. Schnell noch den nächsten dazwischen gepackt. Plopp. Da platzt er auch seinem kleinen Flugei raus. Na, ah, gegen. Es ist Zeit. Ah, gegen die blöden Stalkers hacke ich noch so ein bisschen ab, aber es ist ja eigentlich auch gar nicht mehr meine Welle. Ich baue jetzt trotzdem hier hinten nochmal eine Runde, eine kleine Welle Zerklinge auf. Sub, sub. Hier noch einen hin. Und dann habe ich eine schöne, wunderschöne Linie und entwickle natürlich direkt dafür meinen guten Metabolic Boost oder Metabolismus Schub. Wie es auf Deutsch heißt. Dann wollen wir mal schauen. Oh, Phasengleiter. Auch das ist bei mir ja gar kein Problem. Denn die Guardians hoppen das ordentlich weg. Zapp, und das war's. Jo, das läuft. Packen wir hier mal direkt einen Parasit noch drauf. Oha. Jetzt gehen sie mir langsam aber ganz schön auf wie... Piep. Wir machen jetzt erstmal nochmal das nächste Income-Upgrade. 400. Uplink-Zeit zum nächsten 120 Sekunden. Und mein Income beläuft sich dann pro Sekunde auf 6,5. Nächstes ist dann auf 7 und das ist dann, glaube ich, auch das Maximum. Müsste es definitiv sein. Dieser Planet gehört mir. Also Parasiten verstehe ich noch nicht so ganz. Vielleicht kann ich den auch nach... Scannen kann ich ja hier gar nicht. Jetzt könnte ich den Parasiten vielleicht direkt in die Main da irgendwo hinsetzen. Das wäre natürlich mal eine Runde cooler. So, nochmal ein Guardian. Und jetzt holen wir uns doch mal das erste Panzerungs-Upgrade für die Lufteinheiten. Für unsere guten Guardians. Station abgeschlossen. Ja, hießen die früher auch Wächter? Das ist da gut, ich meine. Oha, der Fangel hat natürlich ganz schön viel gebracht. Oha, oha, oha. Gut, wir werden jetzt nochmal ein, zwei Queens bauen. Die brauche ich definitiv in meiner Masse. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr. Damit ich meine guten Mortis noch ein bisschen heilen. So viele hohe Templer. Es ist Zeit. Wir passen uns ab. Boah, der Hunter ist aber auch teuer. 600. Aber dafür brauchen wir erstmal die nächsten Upgrades. Es ist ja auch nicht so, dass man hier irgendwie die Mittellinie halten muss und dann mehr Income bekommt. Sehe ich auf jeden Fall nicht. Vielleicht wird er das auch noch mit einbauen, aber ich gehe mal eher nicht von aus. Oh, Hotdog ist am Längen. Das ist natürlich jetzt mistig. Ich hoffe, er fliegt nicht raus. Das wäre jetzt richtig scheiße. Nein, Hotdog, komm wieder! Oha.
Das wäre übel. Aber ich glaube, das hat er schon hingebastelt, dass dann die Ablaufzeit geringer ist von den Wellen. So ist das ja normalerweise dann immer geregelt. Bei Desert Strike ist es ja auch so, dass man nur von einer Seite rüber rennt. Und hier sind es ja mal, wenn man zu dritt ist auf jeden Fall, wechselt man sich immer ab. Erst beim ersten Mal die linke, dann wieder die rechte Seite, dann immer und dann immer hin und her. Er fliegt wirklich raus, so eine Scheiße. Och nee, der arme Hotdog. Ich will noch gar nicht drücken, aber ja, es wird wohl nichts mehr. So schnell ist das letzte Upgrade noch dafür. Und dann muss ich, wurde übel, jetzt mal auf ein paar Schwarmwirte gehen. Die rocken nämlich. Dazu werde ich Linge verkaufen, nicht verkaufen. 70 kriege ich wieder zurück, 70%. Ich glaube, das lohnt sich nicht so ganz. Es ist Zeit. Wie gesagt, erstmal ein paar Schwarmwirten bauen. So, da kommt jetzt der erste Schwarmfreund hin. Aber ich stehe auch so ein bisschen auf Zagara, weil mit Zagara kann man halt Lurker bauen. Und Lurker finde ich auch richtig cool. Die sind ja auch aus StarCraft 1. Obwohl die Guardian sind natürlich auch geil. Waren damals auf jeden Fall die stärkste Einheit. Auf jeden Fall die teuerste Einheit und die fetteste Einheit in StarCraft 1 von Zerg. Eine andere Lufteinheit gab es dann noch, diese Mutalisken. Die sind ja, gibt es ja jetzt hier auch noch. Und dann gab es noch die guten Devura gab es noch. Die waren auch sehr cool. Das waren halt Einheiten, die halt nicht auf Boden schießen konnten, sondern nur Luft platt machten. So wie jetzt die Schänder eigentlich in einer Art, eigentlich auch fast, ja nicht fast gleich. Die sahen so aus wie so eine fliegende Schnecke. Aber waren echt, waren richtig cool. Wenn wir jetzt noch ein paar mehr davon haben, dann von den Schwarmwirten, werden wir uns natürlich gleich erstmal das Upgrade holen. Nämlich erhöht die Lebenszeit von Schrecken um 10 Sekunden, werden wir dann dazu holen für 200 Mineralien. Weil die rocken schon wieder. Dann nochmal ein Wirtchen hin. Ich will hier nochmal ein bisschen mehr Energie versorgen. Mengsk wird leiden. Mengsk wird leiden, ja. Da gehe ich fast von aus, obwohl wir spielen ja gerade gar nicht gegen Terraner. Und ich sehe gerade, der hat auch Schwarmwirte. Ja, da sollte man natürlich jetzt mal schnell hier so ein Overseer organisieren. Dafür setzen wir erstmal den hier weg. Und setzen natürlich jetzt erstmal hier den Overseer hin. Und nehmen natürlich auch erstmal ein paar Angriffs-Upgrades vor. Ein Angriffs-Upgrade erstmal für die guten Zerg-Einheiten. Für Fernkampf. Jetzt haben sie 1-1. Ah, das läuft so noch ganz chillig bei mir. Die Stürme rocken natürlich ganz schön. So langlebige Schrecken mache ich jetzt nochmal dazu. Ja, das ist geil. Und dann nochmal schnell ein Angriffs-Upgrade dazu. Dann haben wir schon 2-2. Das ist ja frech. Schön. Oha. Aber die Schwarmwirte reißen es mal wieder. Direkt noch eine Panzerung dazu holen. Schnell mal Glia-Neubildung, damit sie ein bisschen schneller sind. Und Tunnel Claws entwickeln wir jetzt auch noch schnell für die Roaches. Und dann holen wir uns nochmal ein, zwei Roaches dazu. Wir werden uns gleich auf jeden Fall auch noch ein paar Queens holen. Ja, die Phasen sind jetzt hier nicht so das Problem. Mit Queens und Guardians sollte das wirklich gar kein Problem sein. Nö, sieht gut aus. Und das Schöne ist, wenn die Roaches nicht eingerammt sind, heilen die sich auch wieder. Ja, das sieht gut aus.
Ja. So, schnell jetzt nochmal eine Queen dazwischen. Hier auch nochmal eine Queen hin. Und dann geht's gleich weiter. Es geht langsam, aber stetig voran. Wie viele sind denn hier? Gucken wir mal kurz drauf. Hier haben wir 15 Roach, 15 Schwarmbeete und 7 Guardians an der Base vom Gegner stehen. Oder eine Cannons. Und es gibt. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch. Wo ist denn meine Base? Hallo? Hallo Base? Ach, da, ganz außen bin ich. Deine Königin lauscht. Die Königin mal wieder. Ach cool, jetzt haben wir Mineralien gekriegt, denn man bekommt Mineralien, wenn man Gebäude zerstört. Jetzt kann ich nochmal eine richtig schöne Batterie Schwarmwieter Organ. Und hol nochmal das zweite Panzerungs-Upgrade für Luft. Und kann dann wirklich noch einen dritten Schwarmwirt holen. Noch einen weiteren Schwarmwirt, meine ich, nicht noch einen dritten. Oder schon ein paar mehr als drei, die ich da stehen habe. Wie viele sind das überhaupt? Gucken wir mal kurz hin. Wir haben hier 4, 5, 6, 7, 8 Stück am Start. Das sieht gut aus. Jetzt nochmal schnell eine Queen am Start holen. Und er holt sich jetzt Brutlords. Das Upgrade mache ich gar nicht. Ist viel zu teuer. Viel, viel, viel zu teuer. Ja, auf der Seite sieht es super aus. Hier kommen wir auch langsam wieder voran. Aber das ist hier echt noch so ein bisschen heikel. Das ist auch eine ganz schöne verfickte Masse. Ist. Entschuldigung, ich habe schon wieder verfickt gesagt. Oh nein. Aha. Wie viele sind es jetzt? 30. 38 mit der nächsten Welle. 38. Schwarmwirte. Schön. Schnell noch eine Queen dazu wieder. Mein Computer bremst das Spiel. Oh, das macht ja auch selten, das Spielbremsen. Ihr seht jetzt schon, das fängt ja hart an zu ruckeln. Das liegt an den ganzen Schwarmwirten, die jetzt hier stehen. 36 sind es noch an der Zahl. Und da kommen schon die nächsten wieder. Naja, Sarah, ich weiß. Der Mengski. Und ihr könnt natürlich. Ach, das haben sie jetzt. Ah, ne, das ist immer noch so. Okay, dann holen wir jetzt nochmal noch einen dicken Hero dazu. Tier 4 ist ja relativ günstig für 100 Öcken. Weil, ist klar, man braucht Tier 4 nicht, nur um diese drei Special Heroes oder Special Einheiten freizuschalten. Und da sparen wir doch jetzt einfach mal drauf. Und da sieht es auch schon noch ganz gut aus. Aber dann gehen wir mal wieder vorne zur Masse hin. Da auch nochmal den Koloss und Parasit gerade auf den Kopf gesetzt. Und da sind wir schon gleich am Nexus. Da ist er schon. Das Objekt der Begierde. Abgeschlossen. Und gleich können wir uns noch den guten Atrax holen. Und Fähigkeiten Bow Charge, Noxious Cloud und Frenzied. Sehr cool. Und GG würde ich mal so sagen. Keine Chance. Ja, das ist GG. Woohoo. Nice one. Schade, ich hätte natürlich gerne noch den Atrax gebaut. Den dicken, fetten Uli, der aus dem Rachen stinkt und alles tötet, was er anhaucht. Und natürlich auch mit seinen guten Major-Klingen gut Damage anrichten kann. Wir sind hier jetzt auf Platz 2 mit 254.000 Punkten. Haut rein, ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken, euer Aggressor. Und schreibt doch mal, was ich vielleicht noch an anderen Arcades zocken kann. Ich bin an immer neuen Sachen interessiert. Haut rein, bis denne.